Hallo und herzlich willkommen zurück auf Wiesem Planet, der Welt der Wirtschaftssimulation in Aufbau- und Strategiespiele. Hab gerade eben schon ein bisschen was aufgenommen, 5-6 Minuten, dann wurde ich gestört, was soll's. Kriege ich nochmal hin. Und zwar ging es hier, ging es darum, dass das Metall fehlt. Genau, das war ärgerlich, kommt leider erst in einem Tag, das ist blöd. Das heißt, so lange müssen wir warten. Hier, was wird denn derzeit angestellt? Wir holen noch Leute für die Produktion. Das ist nicht verkehrt. Genau. Und jetzt wird wahrscheinlich, weil wir nicht produzieren können, werden hier die offenen Bestellungen hochgehen. Was ich auch gesehen habe, hier sind die Bestellungen runtergegangen. Ein bisschen. Der Tag hier ist ja noch nicht vorbei. Weil ein neuer Wagen auf den Markt kam, und zwar der Hemi Renator von Bestwoodstree GmbH, konnte sich nicht wirklich am Markt behaupten. 8 Verkäufe ist nichts. Der Polyment, der ist, glaube ich, noch ein bisschen davor. Und wir erst recht. Das heißt, das ist eigentlich keine große Bedrohung. Da bin ich auch erleichtert. Genau, was ich noch gemacht habe, ich habe einen Kleinwagen erstellt. Und zwar den Electric Tea Mini. Der hat die gleichen Komponenten, aber kostet 3000 weniger. Ich habe zuerst überlegt, ob ich vielleicht in den Electric Tea Mini schon die neuen Sachen einbaue, also Diebstahlsicherung, besserer Motor und so weiter. Das Ding ist aber, dann kostet der Electric Tea Mini mehr als der Electric Tea, finde ich ein bisschen komisch. Und wenn man mal realistisch nachdenkt, es wäre ja dann auch die erste Generation vom Electric Tea Mini, der soll dann eigentlich schon die gleichen Sachen haben und dann nicht total mit total krassen Sachen ankommen. Also ich denke, das ist gar nicht verkehrt. Electric Tea Mini, dass der einfach die gleichen Dinge bekommt und ist natürlich dann auch einfacher zum Bestellen. Muss man auch beachten. Deshalb hier das einfache Zeug. Glühlampen, genau. Klimaanlage, nö, ist einfach das gleiche. Und dann eben für 37.000, also ein Stückchen günstiger. Sehr schön. Genau, hier haben wir auch den Wochenbericht. Das war ein sehr guter Gewinn. Da können wir auch ein bisschen was an Kredit zurückzahlen. Können wir eigentlich alles zurückzahlen? Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Das tut mir leid. Habe jetzt hier leider auch kein Programm, mit dem ich irgendwie 50 Klicks pro Sekunde imitieren könnte. Das hatte ich mal auf dem PC für ein Klickerspiel. Aber das habe ich nicht mehr. Zumindest wüsste ich nicht, wo ich es jetzt, in welchem skurrilen Ordner ich das abgespeichert habe. Na gut, so, was ich nochmal machen würde, ein bisschen Metall bestellen, was dann vielleicht in so 5 Tagen ankommt, damit wir da zwischen diesen 2 und 8 Tagen nochmal eine Lieferung hätten. Ja, vielleicht so, 14.000, ist nicht verkehrt. So, hier die Forschung ist beendet, sehr schön, dann Limousine möchte ich erforschen. Da brauchen wir aber noch einen Forscher, das heißt, dann hole ich mir hier nochmal einen. Zack, wird angeworben. Weil ich überlegt habe, ob ich dann vielleicht mal eine Limousine baue. Hat zwar keine so große Marktgröße, Kompaktwagen und Kleinwagen bringen mehr, aber ist ja auch ganz nett, so eine schöne Luxuskarre auf den Markt zu bringen. Das hätte auch was. Wir hätten ja jetzt auch so die Kleinigkeiten, die man da bräuchte, die Komfort bringen für eine Limousine. Also da könnte man dann sicherlich was Schönes draus zaubern. Genau. So Marketing, was noch wichtig war. Produktveröffentlichung, da brauche ich mehr Leute. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Leute einstellen im Marketing. Was war das hier? Achso, ja, beendet, und das ist das Übliche. Und zwar, ja, einfach mal ein paar. Wir haben noch 7 Plätze frei, das heißt, ich hole 7 Leute. Zack, sehr schön. Die sollten jeden Moment kommen, dann kann ich ein bisschen vorspulen. Okay, hier nochmal, das Zeug ist angekommen, einfach, ja, das Ganze, was wir eben bestellen, nichts Außergewöhnliches, und Metall kommt auch in 8 Stunden, sehr gut. Dann können wir hier mit dem fröhlichen Produzieren anfangen. Die werden dann den Electric Tea Mini machen, was auch toll ist, der braucht 50 Metall weniger, das gefällt mir sehr gut. das ist schon mal eine kleine Erleichterung. Klar, ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts. Dann fange ich hier auch mit der Produktveröffentlichungswerbung an. Für 2 Tage. Volles Budget. 5.250. Sehr schön. Das ist zurückgezahlt. Genau. So, dann schaue ich mal hier. Okay, hier gab es noch keine Bestellungen.
Für den Electric Tea steigen da die offenen Bestellungen? Ja, die steigen auf jeden Fall. Okay. Ja klar, wenn man nicht produziert. So, Metall sollte aber in wenigen Stunden da sein. Okay, wir brauchen noch eine Lagerhalle. Was gibt's hier? Oh, eine Limousine. Das ist blöd, weil da wollten wir auf den Markt gehen. Von Innos Labs. Die machen hier auch schon einen Polyment, der anfangs erfolgreich war, aber dann von uns vom Markt verdrängt wurde. Und jetzt gehen die in den nächsten freien Markt, in den Limousinenmarkt. Ist aber sehr günstig. Für eine Limousine 21.665 ist nicht viel. Da könnten die durchaus den Markt voll abdecken. Na gut, was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, die Lagerhalle können wir natürlich machen. Ah, schaut mal, das passt hier hin. Sehr gut. Wusste ich gar nicht. Ja, perfekt. So, Metall ist da. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber was soll's. Dann können wir mit dem Produzieren anfangen. So, was gibt's hier? Nee, möchte ich gar nicht, die automatische Produktion. Der Electric Tea Mini wurde das erste Mal produziert und verkauft. Und wir brauchen Büroräume. Wieso das denn? Ja, geht doch eigentlich. Na gut, bekommt ihr eben noch ein Büro. Was soll der Geiz? Ja, komm, wenn schon, dann richtig. Zack. Sehr schön. Brauche ich auch noch welche im Management? Hier drei Leute. Sehr schön. So, ich bin gespannt, wie schlägt sich der so. Das geht ja richtig ab. Boah, jetzt schon so viele Bestellungen an einem Tag. Das wird übel. Ich glaube, da brauchen wir nochmal eine Fabrik. Das ist Hardcore. Also, so viel werden die nicht produzieren. Das klappt nicht. Ja gut. Neue Fabrik ist aber wieder viel Platz. Das ist auch, ja, nicht ohne. Hier müsste eine Straße sein, oder? Die baue ich hier mal. Sonst auch blöd. Große Produktionshalle. Ja, könnte ich hier nochmal hinbauen. So, die braucht jetzt wieder über 100 Angestellte. Das dauert natürlich wieder Jahre. Aber dann würde ich da auch den Electric Tea Mini ja, produzieren, weil schaut euch das doch mal an. Der geht ja deutlich besser als der Electric Tea. Das sind Welten. Der Electric Tea hatte an seinem besten Tag 47 und der Electric Tea Mini zum Tag der Markteinführung schon 64. Hallo? Unglaublich. Also ich glaube, ich sehe beim Electric Tea Mini ein Potenzial von 100 Verkäufen pro Tag. Wenn ihr da wirklich mit der Werbung ja, richtig reingehen und dann auch viel produzieren, dann ist das, denke ich, realistisch. So, hier sind wir auch noch Marktführer. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Okay, da konnten wir ein paar offene Bestellungen ja, wieder abdecken. Das freut mich. Metall haben wir noch ein bisschen was. Kommt zum Glück bald wieder eine neue Lieferung. Sehr gut. Werde ich auch direkt was nachbestellen. So, dann sollten wir da erstmal keine Probleme haben. Okay, wunderbar. Wir verkaufen fröhlich Zeug. Okay, was ist hier das Problem? Wir brauchen Management. Okay, ja klar. Wenn wir Leute einstellen, brauchen wir auch wieder Leute, die im Management sind. Macht Sinn. So, Metall ist da. Sehr gut. Jetzt muss ich mal schauen. Haben wir von dem anderen Zeug noch genug? Ja, noch genug. Aber ich würde schon anfangen, hier wieder 200 von jedem zu bestellen, weil es dauert auch ein paar Tage, bis es da ist. Und ja, dann ein kleines Puffer schadet nicht. Wir können es uns leisten, das Ganze zu bestellen. Von dem her, was soll der Geiz? Macht man halt mal. Auch wenn die natürlich reindrücken, die Batterien, das ist übel. Aber na gut. So, Lichter, die Glühlampen. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wann ich dann ein Nachfolgermodell entwickle. Einfach wahrscheinlich, wenn hier die Verkäufe nachlassen. Aber wir haben ja gerade noch hier riesige Bestellungen. Also warum sollte ich da jetzt irgendwie eine Nachfolger machen, wenn wir noch zig offene Bestellungen haben. Das ist ja auch Quatsch. Solange die Nachfrage da ist, ja, mache ich das halt. So, Markenbekanntheit für Tesla, ganz simpel. Ein paar Tage lang, sehr schön.
So, wie sieht das aus? Okay, die sind ein bisschen runtergegangen, die Bestellungen. Warum auch immer. Auf das geht wieder hoch. Metall ist da, sehr gut. Das sollte mir jetzt auf jeden Fall eine... Ja, 85.000, das ist ordentlich. Da kann man nichts sagen. Ihr werdet auch den Electric T-Mini produzieren. Da werdet ihr euch voll drauf konzentrieren müssen. Auch wenn das Ganze natürlich noch unterbesetzt ist. Ich glaube, das wird schon mit der Zeit. So, Management werde ich vorsorglich schon mal 30 Leute einstellen. Einfach vorsorglich. So, die Limousine wurde erforscht. Ja, wir müssen mehr produzieren. Okay, Limousine wurde erforscht. Dann würde ich mal sagen, die Nachfolgermodelle kriegen einen richtig dicken Motor. Das kann man sich dann auch mal gönnen. Ja, nicht genug Mitarbeiter. Ich weiß, die sind unterbesetzt, aber es geht derzeit nicht anders. Ja, wir müssen Produktion hochfahren. Ihr erzählt mir nichts Neues, Leute. Tut mir leid. So, was ist hier los? Achso, hier. Deshalb ist das nicht ganz effizient. Ja, klar. Aber voll ausgelastet. Immerhin. So, und dann nochmal direkt die 30 Leute in die Produktion. Ja, langsam wird's ja. Was gibt's hier? Ja. Das ist immer das Gleiche mit euch, Leute. Ich weiß es doch. So, der Motor wurde erforscht und nochmal eine kleine Bestellung an Metall ist angekommen. Sehr schön. Dann könnten wir nochmal ein schönes automatisches Schaltgetriebe entwickeln. Da gibt's nochmal richtig Luxus. So, und dann schaue ich mal hier. 70 Stück. Das ist doch schon mal gut. Also ich sehe da wirklich noch mehr Potenzial drin im Electric T-Mini. Wir sind... Oh. Oh. Best Was Tree GmbH hat in Stegogil 80 auf den Markt gebracht. Okay, ist jetzt natürlich unser direkter Konkurrent. Oh, was ist hier los? Das geht jetzt aber richtig runter. Wieso das denn? Jetzt wirklich wegen dem Hemi... Vinator. Tatsächlich. Machte uns das wirklich kaputt. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der doch so übel ist. Die Electric T-Mini, wow. Da konnten wir ordentlich Bedarf decken. Achso, nee, Quatsch. Hier, ja klar. Entschuldigung, da habe ich im falschen Menü geschaut. Im Gegenteil, da kommt immer mehr rein. Aber das macht mir jetzt Sorgen mit dem Electric T. Vielleicht müssen wir mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Aber ich kann den natürlich nicht günstiger machen als den Electric T Mini. Das geht nicht. Ich gehe hier mal auf 39.000. Das ist eigentlich ein sehr fairer Preis. Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der schon ein bisschen älter ist. Ich weiß es nicht. Ich mache mir jetzt auch Sorgen wegen dem Electric T Mini. Dass der vom Stegogil vom Markt gedrängt wird. Der ist in allen Bereichen ein bisschen besser, kostet aber deutlich mehr. Also ich weiß nicht, ob der damit Erfolg haben wird. Fast 20% teurer und halt, naja, so viel besser ist er gar nicht. Also ich bin da geteilter Meinung. Das sehen wir ja dann. So, wie sieht's hier aus? Ich werde nochmal ein bisschen Metall bestellen. Zack, sehr schön. Ja, aber das ist noch in Ordnung. So, ach so, wir haben die Leute eingestellt. Sehr gut, dann werde ich direkt nochmal 30 in die Produktion stecken. Und dann läuft das so langsam eigentlich. So, jetzt werden sämtliche Bestellungen, genau, sind angekommen. In Ordnung. Der Wochenbericht, sehr gut. 12 Millionen Einkommen. Electric T, wurde vom Electric T-Mini überholt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist doch schon mal ein Erfolg hier für den Electric T-Mini. Auch wenn der jetzt stark runtergeht. Also der Stegogil, der tut schon weh. Der tut schon weh. Und hier, ja, da, das ist auch Hardcore. Da sind wir jetzt ziemlich gleich mit dem Hemi Vinator. Der eigentlich gar nicht so viel besser ist. Aber hier, die hauen mit Marketing echt rein. Vielleicht müsste ich da auch mehr für werben.
Ja, ich glaube, ich werde für den Electric Tee Minima Werbung machen. Der Electric Tee, da wird es wahrscheinlich bald eine neue Generation geben. Aber der Electric Tee Mini, der soll schon noch 20, 30 Tage auf dem Markt bleiben. Deshalb bekommt der jetzt mal eine dicke Marketingkampagne. 14%, das ist ja schon mal nicht schlecht. Unsere Marke ist immerhin bekannt und das Produkt soll auch bald bekannter werden. So. Produktion muss hochgefahren werden, ich weiß. So, die Leute wurden eingestellt. Wie sieht's denn aus? Okay, immer noch ein paar Leute. 27. Okay. Ne, ich habe hier wirklich richtig Spaß an dem Spiel. Also, ich finde es toll. Ist eine schöne Wii-Sim, so wie ich mir das vorstelle. Hat ein paar Schwächen, klar. Aber das kann man auch alles fixen. Also wirklich für mich super Spiel. Mir macht es richtig Spaß. Ich finde es toll, hier meine Autos zu planen und zu schauen, läuft das Ganze, den Markt zu beobachten. Super, wirklich, mir macht Spaß. So, Electric Tee muss produziert werden. Mensch, Leute, sagt mir das doch. Tja, zweimal der Mini, okay. Ja, schaut mal, da wurde tagelang nichts produziert. Oh Mann. Ja, Leute werden eingestellt. Macht euch nicht ins Höschen. So, hier gleich fertig. Sehr gut. Dann geht's weiter mit einem All-Wheel-Drive. Okay. Das ist nicht übersetzt, warum auch immer. So, wir brauchen noch mal ein Lagerhaus. Zack. Ja, Produktion, ich weiß. So, wie sieht's denn hier aus? Okay. Das ist ja ganz in Ordnung. Innenraum habe ich irgendwie zu viel. Ja, ich werde nochmal 200 von jedem bestellen. Ich bin der Meinung, das brauchen wir nochmal. So, Getriebe auch. Manuelles Schaltgetriebe. Hier die schlechte Batterie. Schlecht, aber teuer. So, das habe ich ja irgendwie noch 200 Stück zu viel von. Und Lenkräder. Ich glaube, das war sogar alles, oder? Lichterlenkrad. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wenn man die Innenraumausstattung wegrechnet, passt das. Okay. Oh, der Electric Tee. Der wird wieder richtig verkauft. Ja, weil er produziert wird, klar. Oh Mann, der Team Mini macht mir aber auch Sorgen. Das ist nicht schön. Der Stegogil kommt hier echt ran. Hätte ich nicht gedacht. Hier der Hemibrinator auch. Nicht schlecht. Ja, schon schlecht für mich, aber für die ist das, für die ist das nicht schlecht. So, hier Marketing bekommt auch nochmal 10 Leute von mir spendiert. Ja, aber solange wir noch offene Bestellungen haben, werde ich noch produzieren. Also klar, wir haben insgesamt fast 400 offene Bestellungen. Das muss erstmal alles produziert werden. Und danach schauen wir mal, wie es aussieht. Aber ich mache mir jetzt noch keine Sorgen. Wir verdienen fleißig Geld. Da ist noch kein Problem. Pickup, okay. Interessant. So, Leute wurden eingestellt. Pickup. Ist ja interessant. Ja, 35 Verkäufe. Oh, das wird jetzt auch übel für Best Worst. Weil der Markt ist hart umkämpft. Und schaut mal, die Autos bringen gar nicht mal so viel. Also, Pickup ist jetzt nicht wirklich attraktiv, da einzusteigen. Habe ich hier die Gehälter? Ja, die habe ich schon angepasst. Ja, okay. Wir könnten natürlich dann irgendwann auch eine neue Firma gründen und dann natürlich Raketen herstellen, so wie SpaceX. Gehört ja auch zu Elon Musk, den ich ja natürlich spiele, wenn es um Tesla geht, klar. Könnte man dann auch machen. Schaut mal, ihr bekommt noch mal ein bisschen mehr. Ich bin gut drauf, es läuft gut, da kann man sich das mal leisten. Oh, was ist denn hier los?
Leute, produziert doch den Team-Mini, ich bitte euch. Also für so ein Zeug habe ich gerade echt keine Nerven. So, was gibt's hier? Zwei Angestellte haben gekündigt. Ja, das geht ja noch. Und anscheinend in der Produktion. Einer in der Produktion und einer irgendwo, wo es nicht wichtig ist. Okay. So, der Team Mini bekommt ordentlich Werbung rein, aber das bringt nichts. Der Stegogil ist davor. Okay. Dann werde ich mit dem Team Mini ordentlich mit dem Preis runtergehen. Wie viel kostet der mich denn? Ja, der kostet ja nichts. Also, da kann man nochmal 3000 runtergehen, wie ich es beim Electric Tea. Ne, da bin ich nur ein Taui runtergegangen. Na gut, komm. So. Da bin ich jetzt insgesamt doch ziemlich runtergegangen und ich hoffe, das sieht man auch in den Verkäufen dann. So, nochmal Metall. Oh, da muss ich schauen. Wie viel haben wir da auf Lager? Okay, das ist ja nicht schlecht. Trotzdem bestelle ich noch ein bisschen was. Nee, so 100.000 Metall auf Lager schadet nie. Das klingt jetzt wie viel. Ist auch viel, aber wenn du es dann mal ein paar Tage vergisst, dann hast du trotzdem noch einen Puffer. Und das kann schon sehr erleichternd sein. Wie sieht es mit dem anderen Zeug aus? Oh, das wird knapp. Da habe ich, ja, zum Glück habe ich das nochmal bestellt. Bestelle ich gleich nochmal. Das wird wirklich eng. Da habe ich mich jetzt schon fast verschätzt. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich bestelle 400 davon. Sicher ist sicher. Habe ich das Getriebe jetzt auch schon hier 200? Ja, okay, gut. Ist dreimal drin. Dann die Batterie, die unverschämt teuer ist. Auf 3,5 Millionen jetzt ungefähr für die Batterien. Unglaublich. Innenraumausstattung auch natürlich 400 Mal. Und die Glühlampen. Und zu guter Letzt das Lenkrad. Da habe ich auch noch gar kein besseres erforscht. Sollte man vielleicht auch in Angriff nehmen. Wobei ein Lenkrad jetzt nicht das Wichtigste ist. Okay, gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Gerne den Kanal abonnieren. Wiese-Planet ist die Website. Tolle News, Previews, Reviews, Interviews, alles was mit Views endet. Und gerne auf Twitter folgen, wiese-planet.de. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir, wie sich die Produkte so schlagen und werden eventuell die Nachfolgegeneration auf den Markt bringen. Tschüss!